Noch vor 3 Monaten galt Portugal als Pandemie-Hotspot. Jetzt ist in dem südeuropäischen Land innerhalb eines Tages kein Corona-Todesfall erfasst worden. Laut den Gesundheitsbehörden war das letzte Mal vor knapp 9 Monaten der Fall. Nach Angaben des Staatssekretärs für Gesundheit Diogo Serra Lopes sah man optimistisch, dass die Herdenimmunität im Land früher als bisher erwartet erreicht würde. Dies könne schon Anfang des Sommers soweit sein, hieß es. Voraussetzung sei, dass das Impftempo weiterhin hoch bleibe. Zu Beginn des Jahres hatte Portugal bezogen auf die Bevölkerungszahl zeitweilig sogar die höchsten Infektionszahlen weltweit. Dann kam Mitte Januar der Lockdown und es ging bergauf. Laut EU-Angaben lag die 14-Tage-Inzidenz zuletzt bei rund 75. Unterdessen kündigte Lissabon an, den Katastrophenschutz aktivieren zu wollen, um dem schwer von der Pandemie getroffenen Indien zu helfen. Man werde sich der Europäischen Hilfsmission anschließen und sämtliche Ressourcen des Gesundheitsministeriums mobilisieren, hieß es.